Auftragsmaler. Heute echte Kommissare gegen Fernsehkommissare. Die echten Kommissare sind Rosemarie Frommhold von der Kripo Hamburg, Karl Rieger, Kripo München, Dieter Schenk, Kripo Gießen, Gerhard Unger, Kripo Berlin. Als Fernsehkommissare Gustl Beierhammer, alias Kommissar Feige. Knut Hinz, alias Hauptkommissar Brammer. Katinka Hoffmann, alias Oberkommissarin Vetter. Günter Schramm, alias Walter Grabert. Und zwei Kindermannschaften. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. So, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Elstner, ehe Sie anfangen, ja? Einige Kollegen von mir und ich waren bestürzt, dass Sie als alter Berliner nicht mal gewusst haben, was Schusterjungen sind. Hier ist einer. Ach, ist das nett von Ihnen, Herr Unger. Ich danke Ihnen sehr. Vielen herzlichen Dank. Ja. Das ist wirklich wahr. So was habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ich habe in der vergangenen Sendung einen kleinen Jungen da gehabt und da war ein Begriff zu raten, nämlich Schusterjunge. Ich wusste nicht, was so ein Schusterjunge ist. Ein Schusterjunge ist also ein solches Brötchen, ein Roggenbrötchen. Also was ganz Eigenartiges passiert. Ich habe über 100 Schusterjungen geschickt bekommen. Wir haben wochenlang Schusterjungen gegessen. Ich bedanke mich also auch hierfür. Er ist ja... Ich meine, wir könnten jetzt alle anfangen zu essen, das wird ein bisschen schwierig. Aber da ist mir eingefallen, das ist eigentlich eine neue Möglichkeit für Moderatoren, zu was zu kommen. Man sagt einfach, was man nicht weiß und kriegt es dann geschickt, nicht? Ja, vielleicht darf ich Ihnen zu Hause, liebe Fernsehzuschauer, sagen, dass ich also auch keine Ahnung habe, was Aktien sind. Es tut mir furchtbar leid, ich muss Sie vorläufig festnehmen. Herr Kommissar. Betteln und Hausieren ist auch über diesen Kanal verboten. Ach, Herr Kommissar, das ist ja... Das finde ich ungerecht. Das finde ich nicht nett von Ihnen. Kann mir nicht einer von euch helfen? Moment, Herr Kommissar. Ja, ich muss mich zwischen euch stellen, damit wir endlich mal den Unterschied zwischen einem echten, zwischen einem Fernsehkommissar und einem richtigen Kommissar sehen. Also er darf mich doch überhaupt nicht verhaften, oder? Also, Herr Kollege Feigl, Sie sind ein sympathischer Kommissar. Aha. Aber an die gesetzlichen Voraussetzungen müssen Sie sich auch halten. Ja, was darf er jetzt? Es handelt sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit und da ist eine solche Maßnahme schon wegen der Verhältnismäßigkeit und wegen anderer fehlender Haftgründe überhaupt nicht angebracht. Also mit anderen Worten, im Fernsehen darf man betteln und hausieren. Das kommt auf Ihre Hausordnung. Gut, aber im Fernsehkrimi nicht. Im Fernsehkrimi nicht. Nein. Also ich finde das ganz nett, dass wir gleich zu Anfang der Sendung mal sehen, wie das Auge des Gesetzes doch eine etwas andere Darlegung hat als zum Beispiel die Fernsehautoren, die für die Spannung sorgen sollen. Und ich hoffe, dass ich sonst eine weiße Weste habe, Herr Kommissar. Vielen herzlichen Dank. Herr Elster, so ganz geheuer waren Sie mir ja auch nicht immer. Aha. Sie haben mal in einem Hörspiel sehr überzeugend einen Mörder gesprochen. Tja, das Und ganz kommt vor. Vorsichtig habe ich Sie mal in unserer EDV-Anlage gecheckt. Bitte? Der Polizeicomputer, das ist Ihr Dossier. Bei der Polizei? Sagen Sie mal, Herr Schenk, machen Sie keine Dummheiten hier. Was ist das hier? Das ist der Auszug, Originalauszug aus Hepolis. Das ist keine griechische Stadt, sondern hessisches Polizeiinformationssystem. Und da stehen meine Vorstrafen drin? Ja, da haben wir alles überprüft, was so über Sie bekannt sein könnte. Sagen Sie mal, hier steht meine Autonummer, wird das Kraftfahrzeug gesucht? Die Nummer meines, das ist ja ein dickes Ding hier, die Nummer meines Fernsehgerätes steht hier. Welche Bindungen sind über die Person bekannt? Sitzt die Person ein? Welche Haftdaten sind über die Person bekannt? Kennen Sie mal, wo haben Sie denn die ganzen Geschichten her hier? Das ist ja ein gefährliches Ding. Ja, also was ist nun? Ich werde nicht gesucht, ich bin unschuldig. Naja, Herr Elster, Sie werden verstehen, über unsere Ermittlungsmethoden kann ich natürlich öffentlich nichts sagen. Das habe ich im Übrigen auch Ihrer Sekretärin versprochen. Oh, mein lieber Freund. Also, in mein Dezernat kommt der nicht, der so in Hessen bleibt. Gell? Also haben Sie es gehört, Herr Schenk? Bei ihm dürfen Sie nicht arbeiten. In seinem Büro. Das sind ja gefährliche Methoden. Aber Herr Schenk, vielleicht können Sie mir ein bisschen helfen und vorläufig meinen Schusterjungen einpacken. Gerne, ja. In diese EDV-Anlage, damit dem nichts passiert. So, dann jetzt muss ich so rum, damit unser Regisseur nicht nervös wird. Das habe ich geübt. Das ist ein Achsensprung, nennt sich das im Fernsehen. Habt ihr davon schon mal was gehört? Ein Achsensprung, das ist, wenn eine Kamera irgendwie einen von der Seite aufnimmt, dass man hinterher anders dasteht. So ähnlich, ja? Ihr seid bitte so nett und geht euch noch ein bisschen Musik anhören.
Und wir fangen an zu spielen hier in der ersten Runde. Ich habe eben einen solchen Schreck gekriegt, weil wer weiß, was da alles drinsteht in solchen komischen Geschichten. Naja, meine Fernsehkommissare da drüben, die haben das höchstwahrscheinlich alle schon erlebt. Für mich ist das etwas Neuland. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich bei den Montagsmalern. Heute am Dienstagabend, 20 Uhr und 18 wird es in der Zwischenzeit sein, oder 19. Und seid ihr so netten, stellt euch auch vor. Ja, ich heiße Carsten Karl, bin 11 Jahre alt, meine Hobbys sind Judo, Gitarre und mit meinem Hund spielen. Ich heiße Martina Neuhausen, meine Hobbys sind Skifahren, Steine sammeln und Turnen. Ich heiße Manuela Müller, bin 10 Jahre alt und meine Hobbys sind Sport, Malen und Musik. Ich heiße Steffen Benecke, meine Hobbys sind Skifahren und Fotografieren. Also ihr seid sportlich, ihr geht gerne in die Schule, ihr spielt gerne, ihr malt gerne, seid ihr bei den Montagsmalern richtig? Aber eigentlich seid ihr ja noch was Besonderes, denn ihr kennt euch ganz besonders gut im Straßenverkehr aus. Ist das richtig? Ja. Ja, was habt ihr da gemacht? Erzähl mir das. Jetzt wie bei der Radfahrprüfung ja. Oder was? Ja, und zwar, wir mussten erstmal einen Fragebogen ausfüllen. Und da waren verschiedene Fragen, wie biegt man nach links ab, was muss an einem Rad vorhanden sein? Eine Luftpumpe? Nee. Nee? Nein. Und was muss denn vorhanden sein am Rad? Eine Glocke, Rücklicht. Scheinwerfer, gute Bremsen. Ja, zwei von sich unabhängigen Bremsen. Dann, Katzenaugen. Schon so ein hervorragendes Amtsdeutsch. Zwei von sich unabhängige Bremsen, das ist toll. Und Katzenaugen und Rücklicht und dass das eben betriebssicher ist, dieses Fahrrad. Ja, das auch, ne? Und da habt ihr eine Prüfung gemacht und er ist nämlich der Inhaber eines Fahrradführerscheines. Und viele Kinder bei euch in Hamburg haben das jetzt auch. Und das ist doch richtig, oder nicht? Ja. Hast du einen Fahrradführerschein? Ja. Oder nennt der sich anders? Na, doch, Fahrausweis. Ne? Fahrausweis. Denn ich habe hier eine Zahl bekommen. Ich habe mich heute Nachmittag noch mit ein paar Verkehrsexperten unterhalten, die sich gerade um die Aufklärung bei Kindern, bei Erwachsenen bemühen. Deutschland hat eine sehr traurige Statistik. Deutschland ist das Land mit den meisten Unfällen, in die Kinder verwickelt sind. Und deswegen kann man eigentlich nicht genügend tun, um bei der Verkehrserziehung sich einmal an die Kinder, aber natürlich auch an die Erwachsenen zu wenden. Das wird bei euch in Hamburg sehr intensiv getan, in vielen Schulen auch. Und ihr habt da Verkehrsunterricht und große Wettbewerbe. Und ich habe so lange ausgeholt, das weiß die Martina, weil ich nämlich jetzt gerne sagen möchte, dass sie heute einen Preis gekriegt hat. Und zwar war das ein Wettbewerb, wer einen schönen Slogan findet, also einen schönen Spruch. Ist das richtig? Ja. Martina, und du hast da mitgemacht? Und welchen Spruch hast du für uns Erwachsene gefunden, damit wir noch besser mit Kindern im Verkehr auskommen? Bist du fair? Bist du fair? Ja. Gut, also sind wir fair. Bist du fair? Ja. Ja? Verstehst du dich auch gut aus mit den Verkehrsproblemen? Ja. Du auch? Ja. Ja? Du bist ja ein Schriftsteller, habe ich gehört. Mhm. Hat man mir gesagt, du würdest jetzt Hörspiele schreiben oder sowas? Nee, Hörspiele nicht, ganz normale Bücher. Ah ja. Und sind das... Sind das Krimis oder? Unterschiedlich. Liebesromane? Nö, das nicht. Nee. Was war denn dein letztes Buch, was du geschrieben hast? Mein letztes Buch. Eine Hundegeschichte. Mhm. Hast du denn schon einen Verleger? Nö. Nö. Und das schreibst du zusammen mit einem Freund? Mhm. Und möchtest du das später mal beruflich machen? Weiß noch nicht. Wenn schon nebenbei, ne? Ah. Gut, wir fangen mal an zu spielen. Erste Runde, die ersten Begriffe, die geraten werden sollen. Ich möchte noch schnell sagen, du bist fair, da gab es wunderschöne Plakate zu. Ich weiß nicht, ob unser Regisseur die jetzt schnell noch zeigen kann. Plakate, die Kinder anschließend darüber gemalt haben, die ein wenig für das bessere Verständnis sorgen zwischen den Erwachsenen, für den Verkehrsteilnehmern, zwischen den Kindern. Vielleicht können wir damit heute Abend bei dem Montagsmalern etwas helfen. So, erste Runde, Achtung, Spiel ab. Falsch. Blatt. Ganz falsch. Fisch. Ein Fisch. Nein. Ein Topf. Nein. Ein Topflappen. Ah, jetzt wird sie gerade angeschnitten. Eine Tablette. Nein, nein. Eine Wurst. Eine Wurst. Jawohl, eine Wurst war das. Ein Rad. Wellen. Ein Schuh. Sie fängt nochmal an. Schnecke. Eine Dose. Also Schnecke ist ganz falsch, aber immerhin, es ist ein Tier. Ein Elefant. Ja, ein Elefant, richtig. Rock. Glasglocke. Männchen. Tja, Männchen oder Weibchen, das ist die Frage. Weibchen. Nein. Frau.
Fledermaus. Nein, nein, nein. Drachen, Vampir. Nein. Sängerin. Nein. Frau. Engel. Nein. Ja, ein Engel, richtig. Ein Auto. Sprich. Zebrastreifen. Richtig. So gibt's Punkte hier. Wenn du nicht... Koffer, Bett, Eisenbahnschienen. Nein. Ah, er malt einen die französische Ausgabe, habe ich das Gefühl. Ein Polizist. Ja, ein Polizist, richtig. Ein Eimer. Strich Bett. Becher. Blumentopf. Ja, was ist da drin? Kaktus. Ein Kaktus, richtig. Elefant. Schwan. Welle. Locke. Perücke. Haar. Ja, ja, was für ein Haar? Also, was für eine Frisur? Was für ein Schwanz? Was für eine? Pferdeschwanz. Ja, das müsste gelten. Das kam etwas spät, aber das gilt. Das gilt. Ihr kriegt die Punkte noch. Dankeschön. Wiedersehen. Na, ihr freut euch aber. Guten Tag. Es klingelt, es klingelt. Ach, du liebe Zeit, jetzt habe ich sicher 3 Punkte zu viel gegeben. Nein, müsst ihr das wirklich so streng sehen, ja? Ja? Aha, aha, gut, ja, gut, ich bedanke mich. Tja, also die Vollstreckungsbehörde meiner Jury sagt gerade, wir können die Punkte nur geben, wenn sich jetzt gegen Ende dieser Runde auch so etwas Knappes ergibt. Und also ratet viel, dann wird's knapp, dann geht das in Ordnung. So, seid ihr so nett und stellt euch mal vor, bitte. Ja, ich heiße Stefanie und bin 9 Jahre alt. Und mein Hobby ist Schwimmen, Turnen und Lesen. Und du? Also ich heiße Heiko Flori, bin 10 Jahre alt, wohne in Wiesenbach bei Heidelberg. Und mein Hobby ist Lesen. Und du? Ich heiße Tobias, bin 9 Jahre alt und ich wohne in Neckargemünd. Und jetzt kommt unser Nesthäkchen. Ich heiße Eva und bin 7 Jahre alt. Meine Hobbys sind Malen und Lesen. Das ist ja schon eine ganze Menge. Malst du gerne? Hast du ein bisschen geübt für die Montagsmaler heute? Na? Hast du geübt? Was hast du geübt? Pilz und so ein Schornsteinfeger. Und so. Pilz, Schornsteinfeger kommt, glaube ich, heute nicht vor. Aber wenn du gut geübt hast, wirst du was anderes rauskriegen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr nicht zusammen mal einen Kriminalfilm gedreht? Ja, Ja, wollt ihr euch erst streiten, wer redet, oder wollt ihr nicht? Nee, fang du mal an. Ja, weil ich möchte euch hier nicht in Verlegenheit bringen. Also pass auf, ich frage was anderes. Pass auf, ist überhaupt kein Problem. Ihr habt einen Kriminalfilm gedreht und die Eva war das Opfer. Und du warst ein Räuber und hast Äpfel geklaut. Nein, wir haben 1000 Mark gestohlen. 1000 Mark? Ja. So, ein bisschen viel. Habt ihr die auch gekriegt? Nein. Nee. Hat ein Kommissar euch vielleicht vorher erwischt? Polizei. Nein, Polizei. Mhm. Naja, das... Ja, siehst du. Also, ich muss jetzt hier meine Kinder natürlich sofort in... Ich muss sofort meine Kinder in Schutz nehmen, weil... Natürlich, ihr sollt jetzt nicht denken, dass man auf eure Kosten lacht, ja? Aber dass du natürlich in Frage stellst, dass ein Kommissar auch ein Polizist ist, das bringt die Erwachsenen halt ein bisschen in Lachen. Das braucht dich aber gar nicht aufzuregen. Jetzt regen wir die nämlich zurück auf. Jetzt kriegen die es von uns zurück. Guckt doch mal alle darüber. Da sitzen sie also nun, die echten und die falschen Kommissare. Und die, die es gelernt haben und die, die das Geld damit verdienen und die, die weniger damit verdienen. Welcher von den Kommissaren habt ihr denn das Gefühl, hat schon so die meisten bösen Buben ertappt? Hm? Welcher gefällt euch denn da besonders gut? Vor welchem hättet ihr Angst? Oder welchen, wenn dir einer die Katze klaut oder dein Fahrrad versteckt, wem würdest du jetzt sagen, hier, hoppla, und nun such mal? Wer von gefällt dem. Dir? Von dem da? Welcher? Geh mal hin, zeig ihn mir mal genau. Hoffentlich erwischst du keinen Falschen. Welcher denn? Moment. Wie ist das?
Hättet ihr den alle genommen? Ja. Hättest du den auf jeden Fall genommen, Eva? Warum? Was findest du lustig an dem? Der gefällt dir einfach. Ja? Der sieht so gut aus als Kommissar. Ja? Ja, willst du dich ein bisschen neben ihn setzen? Ja, komm, setz dich ein bisschen neben ihn, bis du dran bist, wenn du Lust hast. Sag ihm mal guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Kommissar, darf ich Sie herzlich bitten, mal hier zu unserem jüngsten Opfer zu kommen? Nicht, dass Sie sich vielleicht mal vorstellen, richtig? So, ist Herr Bayerhammer. Möchtest du bitte mitkommen, noch ein Stückchen bei mir sitzen? Nein. Ja, ja, gut. Also mit dem wirst du... Ich wollte dich auch noch was fragen. Du willst mich auch was fragen. Was ist Ihr Hobby? Mein Hobby? Das ist eine gute Frage. Soll ich dir richtig beantworten? Ja. Also, ich mache furchtbar gerne Sport, so in allen Situationen. Wasserski fahre ich gerne, ich fahre auch gerne Rad. Hab gerade ein. Aber kannst du Rad? Ob ich Rad kann? Schlagen. Rad schlagen? Nein! Nein, hör mal, ihr nehmt mich hier ganz schön auf den Arm. Kannst du ein Rad schlagen? Ja. Du kannst ein ehrliches Rad schlagen? Das möchte ich sehen. Komm, Eva, ganz schnell für uns ein Rad, hier in dem Montagsmaler. Raus. Nein? Eva. Ja, Achtung. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Eva, die... Oh! Donnerwetter. Ach ja. Das sind immer so die Situationen in so einer Sendung, wo man mit euch Gören so richtig Spaß hat und keiner glaubt uns, dass wir das nicht abgemacht haben. Ich danke dir für dein tolles Rad, hat mir gut gefallen. Spielt ihr mit? Ja, na komm. 21 Punkte haben die anderen. Mal sehen, was ihr schafft. Achtung, Spiel ab. Bauch. Nein, ganz falsch. Nochmal. Zunge, Schlange. Nein. Kannst du nicht mal die Ecken ein bisschen deutlicher malen? Also Anfang und Ende, wo das dann zugebunden wird. Hä? Zigarre. Ja, jetzt wird das schon anders. Zigarren, Zigarette? Nein, ganz falsch. Wurst? Wurst, richtig. Kopf, ein Kind, ein... Nein. Schlange. Nein, nein, ganz falsch. Ist doch keine Schlange. Ein Elefant. Ein Elefant, Eva, richtig. Nein. Ein Apfel, eine Bluse, ein Kragen, ein Fisch, Mensch, ein Fisch, Menschen. Es ist kein Mensch, aber es sieht vielleicht so aus wie ein Mensch und hat. Vogel! Nein, nein. Hat Flügel, ist kein Vogel. Eine Fledermaus! Nein. Biene. Denk mal an Weihnachten, an ein Krippen. Ein Engel. Ja! Kennst du das? Alles klar. Ein Kasten. Eine Kiste. Backstein. Nein. Eine Mauer. Stellt euch das waagerecht auf dem Boden vor. Regal. Und also auf Backsteine. Bauklötze. Es ist so schön gemalt. Eigentlich müssten jetzt nur noch ein paar da drüber gehen. Also, Treppe? Nein. Keine Treppe. Teppich? Also mehr kann ich euch nicht helfen. Teppich überhaupt? Ein paar müssen da drüber gehen und sollen da auch und nur da drüber gehen, weil man nämlich am Zebrastreifen rüber geht. So, gut. Dankeschön. Danke, Eva. Ihr kriegt jetzt Spielsachen. Ja. Tschüss, danke. Die Jury, heute ist der Jurytag, meine Damen und Herren, ja. Aha. Das hat sich eigentlich der Fernsehzuschauer gedacht. Vielen herzlichen Dank. Also die anderen Punkte werden abgezogen. Damit wäre es jetzt 18 oder zu 9. Ich hoffe, das ist jetzt das Originalergebnis. Aber wir haben ja welche da hinten, die rechnen. Nehmen Sie das auch immer so genau in Ihrem Beruf? Sie müssen, nicht? Ja, aber Sie müssen nicht ausgerechnet mich fragen. Ich kann nämlich außerordentlich schlecht rechnen. Ja? Dafür haben wir unsere besonderen Spezialisten. Also hier habe ich jetzt meine echten Kriminalkommissare. Und auf die habe ich mich richtig gefreut. Weil so oft wird immer geschimpft, im Fernsehen wird alles falsch gemacht und ihr macht nun alles richtig. Und euch kennt man nicht, es sei denn, man ist so prominent wie die Frau Frommholt, die schon in der Talkshow war, die man in ganz Hamburg kennt. Wenn sie von der Davidswache über die Reeperbahn geht, dann hat sie sofort Begleitschutz, so bekannt ist sie da. 2 Jahre war sie verantwortlich für die Sitte
in Hamburg. Nicht? Das ist doch richtig. Gewiss doch, stimmt. Und man hat mir gesagt, dass die Damen, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben, ob Sie nun wollten oder nicht, Sie besonders ins Herz geschlossen hätten. Und dass Sie sich vor allen Dingen um gerade dieses Gewerbe sehr kümmern und vor allen Dingen jetzt auch um die jungen Leute. Ist das richtig so? Ja. Nun ist diese Zusammensetzung etwas witzig, aber immerhin, Herr Elstner, es stimmt doch, denn es geht letztlich um das Menschliche. Und wissen Sie, als ich vor fast 33 Jahren als ganz kleine Polizistin auf der Davidwache in Hamburg anfing, war mein erster Revierführer der, der gesagt hat, man kann nicht menschlich genug sein auf St. Pauli. Das hat mich ein ganzes Leben lang hindurch begleitet. Da gibt es viele, viele schöne Storys davon. Und ich denke, das Menschliche stellen wir, auch wenn manche Leute sagen, wir seien Bullen oder Bullinnen. Ich weiß nicht. Ja, das Menschliche ist stärker in den Vordergrund. Also mit Ihnen wandle ich mal über St. Pauli. Gut. Meine Herren, meine Damen, was gefällt Ihnen nicht an den Fernsehkommissaren? Schimpfen Sie? Eigentlich nicht. Ihnen gefällt das? Das habe ich nicht gesagt. Ich schimpfe nicht. Ach so. Ja, aber machen die was falsch, Herr Schenk? Ja, also ich meine, dass die Fernsehkommissare als Schauspieler, so wie sie auch hier unsere Gegenmannschaft bilden, sehr wenig dafür können, weil sie ja das Drehbuch realisieren und eigentlich der Drehbuchautor bzw. der Auftraggeber, der Produzent, die Schuld daran trägt, dass vieles an Klischeevorstellungen in dem Fernsehen gezeigt wird, was mit unseren Realitäten nicht übereinstimmt. Also ihr habt es eigentlich viel schwerer, um was herauszukriegen. Bei euch ist der Fall nicht in 90 Minuten gelöst. Aber so, wer kann denn jetzt 4 Wochen hintereinander Fernsehen gucken, bis ein Fall gelöst ist, nicht? Da muss ja einer schon ein bisschen zusammenstreichen. Der Herr Schenk ist ein Kriminalkommissar, der gesagt hat, was die da im Fernsehen machen, kann ich besser. Und hat selber Bücher geschrieben, Hörspiele geschrieben. Und zeigt es uns nun auch aus der Sicht der Polizei. Und hier hat sich jetzt eine ganz eigenartige Rückentwicklung bei ihm eingestellt. Früher hat er gesagt, was die da zeigen, ist nicht das Wahre. Dann hat er das Wahre geschrieben und in der Zwischenzeit drehen sie es auch schon ein bisschen um, ne? Nun, ich möchte nicht sagen, dass ich es besser kann. Das sicherlich nicht, aber ich bin zunächst einmal an die Sache herangegangen in der Absicht, man müsste es so zeigen, wie es wirklich ist. Kritisch, problembezogen und stellte dann aber sehr schnell fest, dass das eigentlich weder das Fernsehen noch der Zuschauer will, einfach weil man doch im Vordergrund die Unterhaltung sehen muss. Und ich glaube, das Ziel ist dann erreicht, wenn man sachliche Informationen über unsere Arbeit in Action und in Unterhaltung verpacken kann. Also mit anderen Worten, Sie machen auch schon Abstriche von Ihrem ursprünglichen. Sie meinen aber, dass es nichts Böses ist, wenn man, um die Unterhaltung, die Spannung zu erzeugen, auch manchmal so ein bisschen über der Wahrheit drüber weggeht. Nein, das möchte ich doch einschränken. Man sollte da doch an der Wahrheit bleiben und man sollte auch grobe Fehler vermeiden. Grobe Fehler beispielsweise in dem Verhalten der Beamten, aber auch im Verhalten der Rechtsbrecher, die auch teilweise ganz falsch dargestellt werden. Beispielsweise Verhalten am Tatort in Bezug auf Spurensuche, Spurensicherung, Behandlung von Beweisstücken, aber insbesondere auch in Bezug auf die Starallüren einiger Also Sie kauen nicht Kaugummi und drehen Lollis oder... Nein, sicher nicht, um Gottes Willen, ja. Und trinken auch nicht immer nur Kaffee. Sie haben mir noch überhaupt nichts erzählt. Sie sind ein echter Münchner Kriminalkommissar und haben schon zu einer Zeit angefangen, als es da noch so ISA 1 und ISA 3 und ISA 11 gab, nicht? Ja, da hat es mal einen Film gegeben, das waren 11 Fahrzeuge, ISA 11, wobei das 11. Fahrzeug bereits das Kontrollfahrzeug war, das aufgepasst hat, ob die anderen 10 nicht schlafen. In welchen waren Sie? Das ist mein Geheimnis. Nun hat sich... ich komme gleich noch mal auf Sie zurück, aber Herr Unger, wir haben uns darüber unterhalten. Wir wollen eigentlich diese kurze Sendung Montagsmaler nicht missbrauchen, um jetzt tiefgründig über Ihre Probleme zu sprechen. Und ich glaube, dass das Thema viel zu ernst ist, um daraus zu viel Unterhaltung zu machen. Ihre Probleme sind so groß, dass man... vor allen Dingen Angst haben muss vor diesem, sagen wir mal, Plakatwissen, das Ihren Beruf gar nicht richtig darstellt. Aber eine Frage müssen Sie beantworten. Der Kommissar Zufall, spielt der bei Ihnen oft eine Rolle? Der Kommissar Zufall wird häufig zitiert. Er ist eine recht imaginäre Erscheinung. Und ich glaube, er hat einen guten Draht zum Herrn Derrick. Der tappert erst mal eine halbe Stunde im Dunkel. Aha. Dann klingelt das Telefon.
als Kommissar Zufall und dann kommt die große Lösung und der Film kann zu Ende geführt werden und wie es gehört, im Fernsehen wird jeder Fall aufgeklärt. Der Kriminalbeamte kann nicht darauf warten, dass der Kommissar Zufall zu ihm kommt. Er muss sich gefälligst dorthin begeben, wo er dem Kommissar Zufall die Möglichkeit gibt, ihm zu begegnen. Das ist meine Aufforderung. Und auch ein bisschen früher kommen. Haben Sie schon mal Verbrechen verhindert, weil Sie früher da waren? Ja, das kommt teilweise vor. Und zwar dann, wenn man rechtzeitig erfährt, wo etwas passieren kann, kann man rechtzeitig Leute dorthin schicken, die dann diejenigen, die dort zum Beispiel einbrechen wollen, erwarten. Und die sind dann recht überrascht. Ist Ihnen das gelungen? Ja, sicher, mit Sicherheit mehrmals. Wir haben lange darüber diskutiert, dass sich die Szene heute etwas verändert hat. Heute zum Beispiel durch die modernen Möglichkeiten der Flugzeuge, der Elektronik, ist das Verbrechen zum Teil eben intelligenter geworden. Und die Polizei hinkt hier etwas nach, nicht, dass sie nicht so intelligent ist, sondern um sich einfach auf neue Methoden einzuspielen. Ist das richtig? Stimmt, ja. Welchen Wunsch haben Sie an uns Fernsehzuschauer oder überhaupt an uns, die wir also Bürger sind in diesem Staat, wie können wir Ihre Arbeit vereinfachen? Geben Sie uns allen einen kleinen Tipp. Also wenn Sie bei mir anfangen, würde ich sagen, nicht jeden in die Wohnung lassen. Und wenn ich die Wohnung in den Urlaub hinein verlasse, die Wohnung beaufsichtigen lassen. Es gibt nettere Nachbarn, als man glaubt. Sie helfen alle gerne. Gut. Und Sie? Ja, ich meine... Das gilt den Nachbarn. Ich meine, man sollte die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Anspruch nehmen, die kostenlos und sehr gerne Auskunft geben. Und jede Polizeidienststelle ist darüber informiert, wo die nächste Beratungsstelle sich befindet. Und noch ein Tipp aus München? Und ich würde vorschlagen, dass sich alle Leute eine stabile Sperrkette anschaffen und zur Nachtzeit nicht um den Bahnhof rumlaufen. Gut. Und Sie? Und ich würde vorschlagen, dass man, wenn die Kinder, die Gott sei Dank auch einmal abends oder am späten Abend zu Sportveranstaltungen und ähnlichen Dingen gehen, nicht unbedingt um 9 oder 10 im Winter allein nach Hause gehen lässt, sondern dass die Eltern sich ein bisschen absprechen und sie gemeinsam irgendwo abholen. Das würde ich vielen Dank für all Ihre fabelhaften Vorschläge. Jetzt müssen wir hier Tempo machen. Etwas müssen Sie mir noch erzählen. Er hat mir gestern Abend beim Bier eine Situationsschilderung gegeben zwischen Polizei gestern und heute. Besser kann man es nicht machen, wenn Sie mir das noch mal in Ihrer herrlichen bayerischen Art erzählen. Da muss ich natürlich vorausschicken, es war nicht ein Bier, sondern es waren mehrere Biere. Und ich habe da ganz nebenbei erzählt, dass man mehr Augenmerk auf die Jugend legen sollte und man übertreibt in der heutigen Zeit doch etwas in Publikationsmitteln und auch sonst. Früher war es so, ich kann mich in meiner Jugendzeit erinnern, da haben ganze Straßenzüge miteinander gekämpft und mit solchen Pinkeln sind sie nach Hause gegangen und blutenden Nasen und kein Mensch hat sich was dabei gedacht. Heute, wenn sich zwei junge Burschen ohne Handschuhe ein bisschen stärker streicheln als üblich, dann kommen 5 Funkwagen und in der Zeitung steht, und überall wird es dann vermerkt, es wäre ein gruppenspezifisches Rockerdelikt. Es gibt Rocker, aber in dem Fall wird also doch manchmal auch übertrieben. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Wir wollen spielen. Bitte, Frau Vormann. Es macht mir so Spaß, mich mit Ihnen zu unterhalten. Spiel ab, da ich ganz vergesse, dass hier gespielt werden soll. Und hier wird geraten. Ohren. Brille. Blume. Nein. Ganz falsch. Engel. Engel ist gut. Was für einer? Ja, Lichtengel, nein. Weihnachtsengel. Nein. Rauschgoldengel. Ein ganz besonderer Engel. Straßenengel. Gerechtigkeitsengel. Ja, ja, wie nennt man den noch? Justitia. Ja, das auch, aber ich meine eigentlich den, den man vor allen Dingen den kleinen Kindern erstmal beibringt. Schutzengel. Ja. Ist auch ein tolles Deutsch, den man den kleinen Kindern erstmal. Naja. Kasten. Gut. Kasten, Schrank. Das links. Bad. Baum an der Mauer. Ja, Bad. Oh, na, Sie müssen fahnden genauer. Was ist das links? Ja, ein Pilz. Ein Blumentopf. Eine Blume, ja, ja. Eine Blume. Blume am Fenster. Eine Mauer. Auf dem Balkon. Ja. Ein Mauerblümchen. Ein Mauerblümchen, richtig. Ja, da ist schon zu Ende. 24-9. Ich bedanke mich bei Ihnen, aber wir sehen uns ja in der Schlussrunde wieder. Und jetzt kommen die anderen Kommissare. So. Ich kriege gleich furchtbar eins drauf, weil ich mich mit unseren Freunden so furchtbar verplaudert habe. Ja, ich wollte schon abkürzen, mir sagen, ich heiße Gustl, bin 56 Jahre alt und mein Top ist Theaterspielen. Ja, und er ist ein hervorragender Kriminalkommissar und hatte heute schon seinen großen Auftritt. Was ist das für ein Gefühl, wenn kleine Kinder sagen,
D-Marke. Hinreißend. Gerade kleine Kinder ist schön. Was Besseres kann Ihnen doch gar nicht kann nicht passieren. Ja. Sie sind ein Urkomödiant, ein Bayer, der in Berlin zur Schauspielschule gegangen ist. Ja, ja. Und jetzt spielen Sie alles, wo man überhaupt nur spielen kann. Ja, ja, was mir Spaß macht. Haltet die Rollen fest, der Gustl kommt. Mhm, ja, ja. Herr Hinz, Sie sind ein Kriminalkommissar im Tatort. Haben Sie eigentlich eben hören können, was unsere richtigen Kommissare gesagt haben Nein. über Ihre Arbeit? Nein. Also Sie haben sie eigentlich viel ungeschorener gelassen, als ich dachte. Sie haben gesagt, prima Schauspieler, wir gucken uns das furchtbar gerne an. Manchmal stimmt's halt nicht, aber wenn es der Unterhaltung hilft, also Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein ist hier. Da ist dann der Autor schuld, wenn es nicht stimmt. Ja, ich habe gedacht, ihr reibt euch ein bisschen. Sie sind Sportler, sehr sportlich? Ja, Hobby-Sportler. Aber Sie kommen nicht vom Sport. Also haben Sie mal Leistungssport getrieben? Nein. Was machen Sie? Wie halten Sie sich fit als Kommissar? Durch Theater spielen. Ah, das ist gemein, dass er mir das sagt. Ich weiß, er rennt um die Alster und trimmt sich und fährt Fahrrad und alles Mögliche. Ja, ja, alles, was man so... Ich habe alles mal ausprobiert. Nicht so tierisch ernst, aber ich glaube, ihr seid alle im Moment verstört, weil hinten einer gesagt hat, wir haben keine Zeit. Gut. Sie schimpfen ein bisschen, wenn man zu festgelegt wird als Schauspieler in einer Kommissarrolle und hoffen, dass man nicht zu sehr darauf festgelegt ist, sondern irgendwann wieder was anderes spielen nicht kann. Nicht typisiert wird. Und wie wollen Sie das erreichen? Ja, indem man notfalls darauf verzichtet. Weniger Fernsehen, mehr Theater. Aussucht. Ja. Machen Sie das auch, Katinka Hoffmann? Naja, da wir ein eigenes Theater haben, spielt man eh mehr Theater. Sie waren die erste weibliche Fernsehkommissarin, glaube ich. Ja, ich denke, es war wohl so. In der Presse hieß es so, ja. Und sie ist eine mutige Unternehmerin. Sie hat ein eigenes Theater in Bonn. Und ich finde, dass man die Theater unterstützen soll. Dafür machen wir Werbung. Sollten Sie demnächst also mal in der Katakombe ein nettes Stück sehen wollen, dann... Katakombe? Wie heißt es denn richtig? Kontrakreis. Na gut, es gibt auch Katakomben in Deutschland. Da haben wir gleich für alle Privattheater Werbung gemacht. Sie haben einen grünen Daumen, hat mir ein Kommissar gesagt. Was bedeutet das? Ein Kommissar? Ja. Ein grüner Daumen heißt es Ihnen an sich, der ist gerade verletzt, ja, dass man mit Pflanzen sehr viel Glück hat. Bei Ihnen blüht und gedeiht alles. Ach, ist das schön. Alpenveilchen blühen das ganze Jahr. Ja. Und im Theater wächst Tag, also... das ganze Jahr über Champignons. Im Theater? Ja, auf der Bühne. Wieso? Ja, in einer Ecke ist immer ein Champignon. Weshalb, weiß ich auch nicht. Ach, das ist ja... so feucht. Ist ja prima. So, so feucht. Günther Schramm. Hier. Vorgestern Abend habe ich dich, glaube ich, noch im Kommissar gesehen, in der alten Folge. Ja, ja. Das ist ein Vergnügen, was die echten Kommissare nicht haben. Ich kann meine ganzen Fälle noch mal sehen. Ja. Stell dir mal vor, wenn die das pensioniert auch noch mal kannst können. Kannst gucken, was du falsch gemacht hast. Ne? Sag, Günther, du warst meines Erachtens in dieser Fernsehserie immer etwas unterbesetzt. Du bist ein guter Schauspieler und hast da eigentlich so eine kleine, fast uninteressante Rolle gespielt, bis auf ein paar Folgen. Und ja, jetzt machst du auch noch Quizmaster. Ja. Und warum gibst du denn deine Schauspielerei nur so ein bisschen? Also Frank, das stimmt nicht ganz. Bei so einer Serie, bei 97 Folgen, da gibt es mal so. Ich habe ja auch sehr viel nebenbei gemacht, zum Beispiel hier in Baden-Baden. Und manchmal war ich ganz froh, wenn ich Zeit hatte, hier in Baden-Baden ein Roulette oder sowas zu machen. Aber es gab schon ganz irre Rollen, zum Beispiel, wenn man in Untergrund ging und in der Unterwelt untertauchen musste oder so, Ratten der Großstadt, so sind Erinnerungen. Aber natürlich, bei Alles oder Nichts ist nicht viel mit Schauspielerei. Dafür spiele ich halt Theater. Jetzt gehe ich auf Tournee, 4 Monate mit Geliebte Hexe. Und anschließend gehst du 4 Monate segeln. Er ist fast ein Weltumsegler, nimmt sich sein kleines Segelboot und segelt alleine 3 Monate los. Fehlt noch ein Stück, aber es kann sein, dass das noch wird, ja. Gut, also gute Heimkehr, gute Tournee. Ja. Und jetzt muss ich da hinten gucken. Ich darf also trotzdem ihn aber noch fragen und alle meine Kommissare. Ihr habt ja doch beim Publikum draußen manchmal sicher, werdet ihr mich nicht mit eurem richtigen Namen angesprochen, sondern mit dem Kommissarnamen. Hat Sie denn schon mal einen Bürger um Hilfe gebeten? Um Hilfe nicht, um Ratschlag. Ja? Und Herr Feigl ist natürlich schon ein zweiter Name geworden, ja. Aber man ist halt sehr beobachtet. Man könnte zum Beispiel nicht meine Bank knacken oder geht nicht. Wieso oder erst nicht einmal Freundin geht, weil würde jeder sofort erkennen. Geht nicht. Sie sind man mal muss sehr brav auf ein Schiff gefahren. Ja, da war es schön. Da war internationales Publikum, Amerikaner, Franzosen und Holländer. Keiner hat mich gekannt. So richtig mich benehmen wie zu Hause, so schön. Und dann sind wir essen gegangen und dann
war hinter mir ein Ehepaar und auf einmal höre ich von dem Herrn, der zu seiner Dame gesagt hat, vielleicht ist ein Verbrecher an Bord. Da war es wieder aus mit dem Privat. Also, hier ist keiner an Bord. Wir werden jetzt sofort anfangen zu spielen. Ja. Und gehen in diese Runde mit euch. Hier sind eure Begriffe. Achtung, Spiel ab. Herr Kommissar Feigl. Pinguin. Ein Seeelefant. Ein Seelöwe. Das war noch nicht viel. Also ein Tier, ein Elefant. Kein Tier. Blume. Kein Tier. Blume. Kein Tier. Ein Geist. Ein Geist. Geist. Ja. Gespenst. Nein, freundlicher. Freundlicher. Ein ja. Engel, nein. Ein Engel, ja? Was für ein Engel? Weihnachtsengel. Ja. Wie heißt der andere? Der Schutzengel. Der Schutzengel. Richtig, Katinka. Machen Sie mit. Ein Zelt, eine Straße. Eine Straße. Eine Straße, drei Streifen. Regen, Sonne, ein Gitter. Eine Blume. Blume ist gut. Balkongitter. Blume ist gut. Was ist das Blume. Da? Was ist das drunter? Drunter? Ein Schattengewächs. Nee, das Nein. ist ein Gitter, ein Klettergewächs. Ist kein Gitter. Fester, kompakter. Eine Mauer. Ja, also. Mauer, ja, richtig. Da kam schon der Schlussgong. Es steht 24 zu 15. Dritte Runde. Achtung, Spiel ab. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Einer zeichnet nur. Eine Welle. Ein Tal, das eine ist Schnecke. Jetzt ganz falsch. Ein Huhn. Ein Huhn ist gut. Ein blindes Huhn findet auch ein Richtig. Ein Helm, ein Schirm. Ein ja. Schirm. Ein Sonnenschirm, ja. ein Regenschirm. Ein Schirm. Unter einem Regenschirm am Abend. Nein. Nein. Was für ein Begriff? Fernsehen. Schirm, Charme und Melone. Richtig. Das ist schon ein die halbe Boot. Lösung. Ein was? Ein Boot. Ein Boot, ja. Nein. Ein Boot. Ein ja, ist ein Boot. Ein Boot, ja. Also ein großes ein Boot. Ich glaube, der ist im Traumboot. Ja. MS Franziska. Das wird ja nochmal richtig spannend mit euch. Was ist das? Was ist das? Eine Kugel, ein Kopf, Kugel, ein Ding. Kopf. Ja. Danke, danke. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommt die andere noch dran. Noch ist nichts entschieden. So, danke schön. Noch habt ihr nicht gewonnen, denn es gibt ja Punktabzug, nicht? Wenn man nicht richtig redet. Achtung, Spiel ab. Nichts. Nichts ist zu wenig Schnecke. In unserem Spiel. Schnecke. Vogel. Ente. Ente. Nein, keine Ente. Vogel. Taube. Keine Ente. Nein, Storch. Nein. Auch nicht. Truthahn, nein. Bleiben Sie doch ein bisschen. Vogelhahn. Ja, ja, Vogelhahn, schon eher. Ein blinde Hände findet auch ein Korn. Korn. Ja, jetzt. Schon. Oh, war ja Regenschirm. Regenschirm. Schirm. Ja, Schirm. Bischirmen. Bischirmen. Hut. Hut, oh, was für einer? Ja. Schirm, Schirm, Melone. Richtig. Ja. Na? Hier ist gar nichts. Nichts. Absolutes nichts. Sagt nichts haben Ihnen noch hier. Nicht viel. Hamals halt mal ein Bötel. Tabak im Dunkeln. Immer noch. Ein Greif, nein, nein nicht ganz. Das war falsch. Wie sieht's aus? Die echten Kommissare sind die Sieger des Abends. 34 zu 30. Gratuliere euch. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schön. Kommt ihr auch zu mir. Hier sind die Bilder. So, sucht euch aus, was euch am besten gefällt. Das ist für Sie von meiner oh, Tochter, weil vielen Sie mir ein Bild aussuchen. Och, ist das lieb. Dankeschön. Schöne Grüße an die Katinka-Tochter. Ja, und dann dürfen wir uns langsam aber sicher schon verabschieden, nehme ich an. Denn ich muss mich ja also wirklich entschuldigen, dass ich mich etwas verplaudert habe. Aber das kann also schon mal in den besten Familien vorkommen. Dieses Bild hat sich hier Frau Fromhold ausgesucht. Und es wird demnächst in Hamburg hängen, vielleicht sogar in einer Polizeistube. Jawohl. Und ich darf Ihnen sagen, die nächste Sendung wird am 21. März sein. Und da haben wir die Tagesthemen, deretwegen wir immer so pünktlich sein müssen, gegen das Heute-Journal. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Dankeschön. Danke.
Tschüss, danke schön. Glückwünsche nochmal. War sauber. Vielen Dank.